Hallo Bikeviews-Freunde, heute will ich euch mein Fazit zu dem Eddy von Schwalbe geben. Ich habe den Front und den Rear montiert auf 27,5 und auf ca. 40 mm Fellen. Drauf ist der 2,8er, wobei man sagen muss, ich hatte den 2,6er drauf, der fiel sehr schmal aus, so habe ich mich für den 2,8er entschieden. Der ist ja 70 mm breit, laut Edro, hat aber jetzt trotzdem 72 draus geworden. Also der ist schon sehr, sehr massiv und breit. Nichtsdestotrotz, ich habe am Gardasee getestet und muss sagen, 20.000 Höhenmeter hat er fast ohne Probleme überstanden. Kein Abriss wie beim Magic Mary, also wirklich top. Kann ich echt nicht sagen. Auch der Rollwiderstand ist super. Ich fahre immer so 300 bis 500 Höhenmeter erstmal ohne Motor. Und ich muss sagen, rollt perfekt, selbst mit nur 1,5 Bar Luft drinnen. Also im Grunde mein Fazit. 2,8er kaufen sieht mega cool aus. Aber empfehlen würde ich den 2,6er. Der ist nämlich ein bisschen quirliger. Also der 2,8er ist schon sehr träge. Also, das ist mein Fazit. Er rollt gut, guter Pannenschutz. Empfehlung 2,6er statt den 2,8er. Wenn es rein um die Optik geht, dann würde ich den 2,8er nehmen, weil das sieht echt wie ein Motocross-Motorrad aus. Und wie gesagt, Verschleiß, mega, alles top. Kann ich echt sehr, sehr empfehlen.